Seitenblicke, ja. Das ist doch heftig. Es haben viele Gäste heute in Seitenblicke. Hier sehe ich Ernst Happel aus dem Dreierbackel außerkupft, habe ich deren. Wie sehen Sie den österreichischen Fußball? Ich muss sagen, den österreichischen Fußball für die professionelle Einstellung, ja. Ein Fußballer muss trainieren, ja ein Jahr aus, konstant intensiv. Muss ein Fußballer trainieren, ja ein Jahr aus, konstant intensiv, ja. Es tut mir leid, dass ich das noch einmal sagen muss. Wir sind ein internationales Null. Was den Fußball betreffen tut, in der ersten Linie. Weil manche Herren Fußballer glauben, es ist ein Frosch im Ball, sonst würde er nicht hupfen. Alles klar. Ernst Happel, ein Österreicher. Gerhard Berger, ein paar Worte an deine Fans. Grüß euch, du bist der Gerhard Berger, bin der sechsbeinige Hund von Archib. Nein, keine Werbung. Cool. Gerhard, du hast ja für Matchbox Trainingsfahrten gemacht, ne? Lada will in die Formel 1 einsteigen, Zweizylinder Allrad getrieben, haben wir das schon. Trabant im Vormarsch. Gerhard, wie schaut das aus? Seit Kind bist du Rennfahrer, stimmt das? Vollkommen richtig, schon als Kleiner, hab mit Mutter meinen Kinderwagen über die Peschung, da bin ich aber rausgeflogen, da war ich ganz blau. Ah, ja. Gerhard, du bist ja bei McLaren, nicht mehr bei Ferrari. Was hat denn das Auto für Extras, was andere Autos nicht haben? Na, der McLaren hat einmal Zentralverspiegelung. Außenliegende Nockenwellen, dann hol er Aluschumbezüge, getönte Heckscheinwischer, außentemperierte Rückspiegel, dann hat er noch drei Weglenker, links, rechts, gerade, wenn der Wand, was du mit Kopf durch die Wand willst, und ein vollautomatisches Getriebe, das fällt automatisch aus. Ah ja, ah ja. Gerhard, was machst du, wenn du nächstes Jahr nicht Weltmeister wirst? Da kann man die ganze Formel 1 am Arsch lecken, da kaufe ich mir ein Flugzeug und fliege mit Niki um die Welt. Alles klar, Gerhard Berger, ein Österreicher, was wollen wir mehr? Der zu Fleisch gewordene Mensch, Arnold Schwarzenegger. Die steirische Eichel, guten Abend. Nicht schon. Herr Schwarzenegger, Sie sind so erfolgreich in Amerika, was braucht man für den Erfolg? Du musst all over life dabei sein, du musst in die Leute hineingehen, du musst ein Level haben, du musst eine Vibration haben und all over joggen. Du musst einen Manager haben, du musst zwei Manager haben, du musst drei Manager haben, du musst einen Story-Pusher haben, einen Geschichtendrucker und all over joggen. Du musst einen Clan haben, aber keinen Clan, einen Great-Clan, einen Kennedy-Clan und all over joggen. Darfst nicht onanieren, musst konanieren. Arnold Schwarzenegger, echt was. Wo sehe ich denn da, Herr Lucherl? Alichai, habe ich dir. Der hat auch Nummer, bist du gescheit? Na, Dammernweg, der bringt nichts. Das ist gefährlich. Wir kommen in die kaputte Branche, in die Pop-Branche. Von der singenden Depression, Boris Bukowski, bis hin zu Falzo. Im Juni wird eine LP befürchtet, nicht? Schon gehört. Falco, wie ist denn der letzte Stand international? Seit gestern weiß die Welt, dass meine Tochter die Texte für mich schreibt. Auch schon drüber, habe ich die. Hansi Lang, ein Satz von Hansi Lang. Ich war noch nie so tot, wie ich ausgeschaut habe. Sehr gefährlich.